Sie sind gefragt. Die Autogramme der Bayern-Asse nach dem öffentlichen Training im Hard Rock Stadium Miami. Schon bei der schweißtreibenden, etwa eineinhalbstündigen Einheit auf dem Platz konnten die zahlreichen Fans aus Miami Rip Rob und Co. bewundern. Danach gab es noch jede Menge erfüllte Autogramm- und Selfie-Wünsche. Eine gelungene Einheit für alle, Spieler und Fans. Autogramme gab es aber auch bei diversen Auftritten der Bayern-Asse in Downtown Miami oder auch Miami Beach. Von Sven Ulreich und Kingsley Coman zum Beispiel im T-Mobile-Shop in der berühmten Lincoln Road am South Beach. Schon beeindruckend, die mehrere hundert Meter lange Schlange wartender Fans vor dem Eingang. Knapp 100 geladene Gäste konnten beim großen Paulaner-Event natürlich mit bayerischem Essen und Bier gemeinsam mit Sandro Wagner und Serge Gnabry feiern. Und da war da noch dieser junge Mann rechts, richtig. Der Latino-Star unter den Bayern-Profis, James Rodriguez, hat seinen Urlaub unterbrochen und die Bayern in Miami besucht. Unter anderem für ein Fotoshooting, für das neue Auswärtstrikot, aber auch für eine kleine Gesprächsrunde mit der Presse. Sí, por qué no. El Bayern es un club grande. El Bayern es un club top también. Entonces estoy bien aquí porque no poder durar años aquí. Si ellos quieren que yo esté aquí, estaré agradecido con ellos porque es un club que confió en mí. Entonces es un club que siento el cariño, ¿no? De todos ellos. Entonces, ¿por qué no pasar años aquí, ¿no? Yo creo que es una opción buena, ¿no? Beim Spiel heute Abend gegen Manchester City wird James natürlich nicht dabei sein. Einige Bayern-Legenden wie Lothar Matthäus, Giovanni Elber, Martin De Michelis oder auch Raimund Aumann stellten derweil im House of Soccer unter Beweis, dass sie, zumindest technisch, eventuell sogar ein paar Minuten noch bei den Profis aushelfen könnten. Zunächst im Fußball, Soccer also, dann aber auch beim sogenannten Flag Football. Ein ereignisreicher Tag aber auch für die offiziellen Vertreter der Bayern in Miami. So stand für Vorstand und Präsidium um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß unter anderem ein Besuch einer Holocaust-Gedenkstätte in Miami auf dem Programm.